Mädchen gibt frierender Oma ihre Jacke. Der schockierende Fund darin wird dich schockieren. Die eisige Kälte des Winters lag schwer über der kleinen Stadt, als sich das Schicksal zweier Seelen auf bemerkenswerte Weise verwebte. Maria, eine lebensfrohe Teenagerin, schlenderte durch die verschneiten Straßen auf dem Heimweg von der Schule. Der Wind pfiff durch die Gassen und ließ die Temperaturen noch eisiger erscheinen. Als Maria eine ältere Frau am Straßenrand erblickte, die zitternd und mit traurigen Augen auf einer Bank saß, spürte sie einen Impuls der Freundlichkeit. Ohne zu zögern, näherte sich Maria der Frau und bot ihr ihre eigene Jacke an. Die ältere Frau, namens Emma, war zuerst überrascht von der Großzügigkeit eines so jungen Mädchens, willigte dann jedoch dankbar ein. Die Wärme der Jacke umhüllte Emma und Maria setzte ihren Weg fort, ohne nach einer Belohnung oder Anerkennung zu suchen. Am nächsten Tag, als Emma auf dem Weg war, die Jacke zurückzubringen, bemerkte sie etwas Merkwürdiges in der Jackentasche. Als sie die Jackentasche öffnete, entdeckte sie einen kleinen Anhänger. Verwundert nahm sie ihn in die Hand und sah, dass er eine winzige, filigrane Kugel enthielt. Aufmerksam las sie die Gravur auf dem Anhänger und konnte es nicht fassen. Es war die Asche von Marias verstorbenem Vater. Tränen stiegen in Emmas Augen, als sie die Tragweite dieser Geste erkannte. Das Mädchen hatte nicht nur ihre eigene Jacke geteilt, sondern auch einen Teil ihres geliebten Vaters, damit Emma die Kälte überstehen konnte. Eine Welle der Dankbarkeit und Rührung durchströmte Emma, und sie wusste, dass dies eine Begegnung von besonderer Bedeutung war. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit und als Ausdruck der tiefen Verbindung, die durch diese zufällige Begegnung entstanden war, hatte Emma für Maria ein besonderes Geschenk vorbereitet. Sie überreichte ihr eine kleine Halskettenaufbewahrungsbox, in der sie ihre wunderschöne Halskette aufbewahren konnte. Das ist für dich, meine Liebe. Möge es dich an die Wärme erinnern, die du mir in meiner Kälte geschenkt hast, sagte Emma mit einem Lächeln. Die kleine Aufbewahrungsbox enthielt einen funkelnden Stein, der im Licht glitzerte wie der Schnee im Sonnenschein. Es war ein Symbol der Dankbarkeit, Liebe und des unerwarteten Bandes zwischen zwei Menschen, die sich an einem kalten Wintertag begegnet waren. Eine Begegnung, die ihre Herzen für immer miteinander verknüpfte. Diese Geschichte zeigt, dass selbst kleine Taten der Großzügigkeit in kalten Momenten Wärme schenken können. Emmas selbstlose Geste, ihre Jacke mit einer älteren Frau zu teilen, führt zu einer tiefen Verbindung.